Hallo, was hat diese Dose und diese super hübsche Einladung für eine Tasse Kaffee hier links miteinander zu tun? Ja, in diesem Video werdet ihr es erfahren und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Ja, was können Stempel? Die können viel, viel mehr, als man meistens denkt. Hier in dem Fall sieht ein bisschen schräg aus. Ne? Ich habe eine Dose hier, ja, eine Bockwurstdose. Das ist ziemlich egal, welche Dose ihr nehmt. Es geht mir hier nur darum, dass die eine Rundung hat. Eine ziemlich große Rundung. Das war jetzt so die größte Dose, die ich bei mir in meinem Fundus gefunden habe. Denn das Drucken mit einer Rundung hier hat den Vorteil, dass man sauberer drucken kann. Und dafür gibt es Wiegestempel und die sind schweineteuer. Ich zeige euch das hier nochmal. Ihr seht, wenn dieser Gummi auf der Unterlage druckt, ist immer nur da Druck, wo er die Unterlage trifft, so wie hier. Ne? So eine ganz schmale Stelle, da kommt der maximale Druck beim Stempeln. Und ja, das wollen wir ja, denn so einen ganz großen Stempel zu stempeln, ist, wie Stempler wissen, immer ein bisschen schwierig. Ich zeige euch hier gerade nochmal diesen Schwamm, mit dem ich das aufgeklebt habe. Das ist ein Montageschaum. Bezugsquelle gebe ich euch unten in der Videobeschreibung. Und davon habe ich, wie ihr seht, zwei übereinander geklebt, damit das so richtig schön federt, so abfedern kann. Und das dann nochmal mit Allzweckkleber an der Dose richtig gut festgeklebt. Sonst hält das nämlich nicht von alleine. Und ja, und jetzt färben wir das ein mit hier in dem Fall einer Kreidestempelfarbe. Welche ihr da nehmt, ist völlig egal. Mit so kleinen Stempelkissen geht das eigentlich am besten, aber es geht natürlich auch ein großes Stempel. Kissen. Hier in dem Fall habe ich einfach mal so ein bisschen ungleichmäßig eingefärbt, denn ich mache ja hier ein Art Journal, eine neue Art Journal Seite und da muss es nicht pingelig perfekt gleichmäßig sein. Pingelig perfekt gleichmäßig machen wir gleich im nächsten Projekt. Ich spule euch hier jetzt mal schnell vor, damit ihr nicht so lange warten müsst, bis die Seite fertig ist. Aber ihr seht ja hier, man kann so Stück für Stück bedrucken. Und wie gesagt, im Art Journal ist eigentlich völlig wurscht, wo ihr was wie wo druckt. Ist ja Kunst, ne? Und aber mit dem Wiegestempel, Dosenwiegestempel, ja, kann ich hier mal da drucken. Und ein ganz großer Vorteil, wenn der Untergrund ein bisschen wellig ist, was bei Art Journals häufig der Fall ist, ne? Dass das Papier so ein bisschen beult, weil man schon 20 Farbschichten aufgetragen hat, dann kann man mit diesem Wiegestempel wirklich in jede Lücke, in jede Beule reindrucken. Dafür muss man dann das Papier nicht irgendwie wieder glätten oder was auch immer. Das Zweite ist, Stempler kennen das, dass sie, wenn sie schwierige Stempel stempeln, das mit einem Stempelsetzer machen. Das scheidet natürlich hier in dem Fall von dem Art Journal aus. Man kann ja so ein Art Journal nicht in einen Stempelsetzer quetschen. Jetzt sind wir fertig geworden ohne Vorspulen. Oh, das war aber schön. Haben uns nett unterhalten dabei. Ne? Dankeschön. Ja, das tun wir jetzt mal zum Trocknen weg. Ne? Das ist für ein andermal. Aber jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ich damit eine schicke Karte mache. Es ist nicht nur für Art Journaling von Vorteil, wenn man so große, richtig große Stempel auf einen runden Griff montiert, sondern ich kann auch da ganz edle Sachen mitmachen und Hintergrundpapiere etc. Das zeige ich euch jetzt. Aber erstmal sauber machen. Ne? Ja, Ordnung muss sein. So, jetzt machen wir, wie gesagt, diesen edlen, eleganten Kartenhintergrund und dazu färbe ich erst einmal meinen Wiegestempel. Es ist keine Dose, ne? Ich war eine Dose. Jetzt bin ich ein Wiegestempel. Auf jeden Fall färbe ich jetzt erstmal meinen Wiegestempel hier mit Embossing-Farbe ein. Das ist, wer nicht stempelt, ne? So ein farbloses Zeug, wo man ja mit drucken kann und erst sieht man nichts und dann kommt Pulver drüber und dann macht man das Pulver heiß und dann macht es, oh, super geiles Ergebnis. Und das werdet ihr gleich sehen, wie toll das wird. Auch hier der Vorteil, ich kann auf dem Papier so abrollen und dann wird der Abdruck meiner Meinung nach gleichmäßiger, als wenn ich das so in einem Wand. Wie gesagt, kleine Stempel völlig anders. Ne? Es gibt für verschiedene Stempelgrößen unterschiedliche, ja nicht Regeln, es gibt keine Regeln. Ja? Also wenn ihr jemanden hört, der euch eine Regel sagen will, die immer gilt, totaler Mumpitz. Aber es gibt für unterschiedlich große Stempel doch schon unterschiedliche Anwendungstipps und hier in dem Fall das Abrollen. Wie gesagt, ich kann sogar hin und her gehen. Ne? Also wenn ich das nicht verrutsche, kann ich sogar ein bisschen hin und her rollen und habe dadurch die Farbe überall gleichmäßig aufgetragen. Ja, und dann natürlich großzügig Embossingpulver. Ihr kennt das ja, you know the drill. Ihr wisst, wie das geht. Schön verteilen überall, yay, abschütten, das Überschüssige und dann wird es heiß gemacht. Und dann haben wir einen zauberhaften, wunderschönen, ganz, ganz tollen, super eleganten, exakt genial gestempelten, gleichmäßigen, edlen, sieht aus wie ganz teuer gekauften Hintergrund.
Ja, und wenn alles geschmolzen ist, dann, ihr kennt das, müsst ihr das abkühlen lassen. So ein bisschen, ne? Ja, das Papier wird beim Embossen immer so ein ganz kleines bisschen krumm. Aber da kann ich mit leben, weil ich klebe dieses Panel, sagen wir mal, ist das ein Panel? Ja, so ein Stück Papier. Kleben wir dann gleich noch auf einen Untergrund und dann wird das wieder glatt und schick. Oh ja, ganz bestimmt. Guck mal, der Glanz, ne? Hammer. Also ja, Embossing is my favorite. Ja, ihr seht, hier links habe ich das dann aufgeklebt, das Panel. Was heißt ein Panel auf Deutsch? Rechteck? Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber jetzt stempel ich auch nochmal mit goldenem Embossingpulver, damit das so ein bisschen zusammenpasst. Ne? Stempel ich mir jetzt hier noch diese Kaffeetasse und dann noch einen Text und das schneide ich aus. Das wird ein bisschen koloriert und aquarelliert und ausgeschnitten und zusammengesetzt. Und dann habe ich schon meine fertige Karte. Ja, wer hätte gedacht, dass das mit einer Dose gestempelt wurde? Ich hoffe, die kleine Idee hat euch gefallen und regt euch mal an, so ein bisschen um die Ecke, nein, um die Dose zu denken, weil manches klappt besser, als man meinen möchte. Ich habe euch lieb. Eure Bebe. Tschüss. Bis zum nächsten Moment, Mal. Moment, Moment, Moment. Nicht weglaufen. Ihr müsst doch noch Subscribe drücken und Like und abonnieren und die Glocke und überhaupt alles, was irgendwie zu drücken geht, glaube ich. Nur Däumchen hoch. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen, ne? Ja, genau. Ich finde sie gut. Und ja, ein Wiegestempel für fast umsonst. Und die Würstchen, die haben ja auch gut geschmeckt. Eure Bärbel.